Sollen wir mal einen Arcmage probieren? Er hat eine Axt. Komm, wir probieren ihn mal. Ja. Und ein Dwarf Arcmage ist, glaube ich, auch nicht so das Schlimmste. Oder eigentlich sogar eine ganz gute Sache. So, einmal Death Defy, nochmal Death Defy, nochmal Death Defy. Damit haben wir es einfach mal gemaxt in einem Run. Also 50.000 dafür, dass wir quasi nicht viel gemacht haben, ist schon übertrieben. Plus 1 Siphong, aber dafür Damage runter, das nehmen wir nicht. Die Holy-Sachen bringen immer 1 Siphong dazu. Was bedeutet, dass wir immer Mana regenerieren, wenn wir Gegner töten. Finde ich jetzt aber nicht so gut. Imperial Cape plus 50% Critical Damage ist eine sehr aufgewertete Variante des Night Capes. Aber auch da bevorzuge ich immer noch mein Guardian Cape. Aber wir werden später immer noch Runen, ne nicht Runen, sondern Sachen bekommen, die cooler sind. So, was haben wir denn hier? Wir haben... Genau, wir haben einmal die Rune, dass die Gegner stärker sind. Dann haben wir zwei... Ne, eine Vampirism-Rune. Und eine... Nee, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Wir kriegen noch 4 HP wieder. Pro Gegner, nicht nur 3. Einmal von dem Vampirism. Einmal von dem hier. Ne, 2 von dem Vampirism, 1 von dem hier. Und das vierte kommt aus dem Himmel, oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Strange. Nun ja, kann man nicht viel gegen machen. Dragon Helm ist natürlich jetzt zum Royal Helm auch gar keine Sache. Dragon Chest, Armor plus 8. Das wäre mal eine Investition wert eigentlich. Das ist eben das Interessante, die Dragon Chest, obwohl die Guardian Chest ja extra für Armor gemacht ist, ist die Dragon Chest jetzt sogar noch ein Ticken besser. Können wir uns die jetzt immer noch kaufen? Ja, geht sogar, geil. Dann tun wir das. Ist zwar nicht allzu viel, was da an Armor noch bei uns dazukommt, aber Armor ist, glaube ich, generell so ein Stat, der relativ niedrig liegt und den man ganz gut verbessern sollte. Also, ja. In meinen Augen wird Armor unterschätzt, weil die Sache ist, wenn ihr mal vergleicht, was Armor im Vergleich mit Leben macht. Ja, man kann natürlich auch stark Leben aufleveln, aber ich finde Armor in der Hinsicht halt ganz cool. Dass man... Das ist ein sehr uncooler Raum, möchte ich an der Stelle mal erwähnt haben. Aber irgendwie bin ich da ohne Schaden durchgekommen. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, also Arcmages liegen mir ja eigentlich nicht, wisst ihr. Einfach weil wenig Leben. Ja, guckt euch das an. Wir haben 170 Leben. Das ist eigentlich nichts. Das ist ein Witz. Aber das wäre hier schon so eine... Imperial Chestplate, coole Sache. Leider haben wir uns gerade die andere Chestplate gekauft. Haben wir vielleicht noch was anderes an Magie, außer die Axt, die uns helfen könnte? Die Dolche und die Zeit. Finde ich jetzt alle nicht so berauschend, muss ich sagen. Ja. Also mit Arcmage sollte man vielleicht schon mal lernen, irgendwie zu spielen. Vielleicht kann man da auch echt viel rausholen und ich bin da nicht so ja, ich bin da echt zu schlecht für. Ich weiß es nicht, ja. Ich kann Arcmage halt wirklich nicht so gut einschätzen. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass man eben kontinuierlich Mana verliert. Man kriegt zwar 10 Mana pro Gegner wieder, aber man verbraucht pro Gegner mehr als 10 Mana. Und vor allen Dingen dadurch, dass man eben diese kleinen Sachen schießt, die dann im Endeffekt vielleicht mehr Schaden machen als beim Spellsword, weil man ja auf Magie geskillt ist. Ja, aber sowas dann auch wieder. Also man kann Gegner eben normal relativ schwer besiegen. Es mag vielleicht ganz gut sein, wenn man dazu bereit ist, sein gesamtes Mana rauszuspammen und nicht nachhaltig zu spielen, quasi. Aber ich spiele sehr ungern nicht nachhaltig. Deshalb sind Arcmage für mich, glaube ich, nicht die Wahl, die ich nehmen sollte. Vor allen Dingen, weil man mit der Axt dann auch nicht immer trifft, ne? Wenn man es cool machen könnte und quasi immer so wechseln, dass es sinnvoll ist. Das war fast klar, dass da ein Bild von Fake ist. So. Ja, wenn man wirklich also nicht nachhaltig spielt, kann man vielleicht deutlich mehr rausholen, aber keine Ahnung, ist halt nicht meine Spielweise. Warum auch immer der auf die Distanz noch rauskommt und noch länger dann nicht mehr. Ist eigentlich genau die Distanz, die ich brauche, um ihn zu triggern, also von daher ist er irgendwie selbst schuld.
Ja, was könnte man nochmal so raushauen? Ja, weiß nicht, ob das jetzt so ein unglaublich gutes Thema ist, um darüber zu sprechen. Allerdings, ja, habe ich von Kumpel erfahren in letzter Zeit, dass mit Super Mario Maker, mit dem Release bei Nintendo so ein bisschen was sich verändert hat. Und ich denke, als Nintendo-Liebhaber sollte man da schon mal drüber sprechen. Ja. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob ich das vielleicht schon mal so grob angesprochen habe. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal grob angesprochen. Mit dem Release von Super Mario Maker will Nintendo natürlich auch, dass ihre Spiele quasi promoted werden, ja, und gehypt werden und insbesondere halt dann Super Mario Maker, was dann released wird. Und deswegen sind sie wohl dazu übergegangen, jetzt auf YouTube mittlerweile Super Mario World Hacks zu sperren, beziehungsweise auch TAS-Runs, weil TAS-Runs ja auch implizieren, dass man ein Spiel quasi illegal hat. Das kann man nicht anders sehen, weil das ist nun mal so. Ah, ein bisschen Schiss. So ist schon mal gut. Nein, okay. Da oben drüber war noch einer. Das habe ich natürlich dann nicht gecheckt. Jawohl, eigentlich. Wenn ich das jetzt mal so betrachte, wo haben wir denn das ganze Mana her? Ja, wenn man so Magieflaschen nimmt, dann kriegt man vielleicht wirklich aus dem Arcmage viel rausgeholt. Vielleicht habe ich gerade echt eine Möglichkeit. Ja, genau, weil die Magieflaschen füllen so viel Mana wieder auf, dass quasi egal, wie verschwenderisch man vorher damit umgegangen ist. Das ist eine coole Entdeckung. Oh ja, das war nicht so eine coole Entdeckung. Man muss natürlich immer noch aufpassen, vor allem mit den Äxten, dass man da noch trifft. Ja, die Äxte sind halt dahingehend cool, dass sie die Gegner auch immer dahin zurückschmeißen, wie ihre eigene Flugrichtung ist. Und man dadurch dann sehr viel mit treffen kann. Beziehungsweise viele Treffer auf einmal reinhauen kann. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Fleisch mit, das ist mir egal. In die Darkness wollte ich eigentlich noch nicht gehen. Das ist, glaube ich, also, ja, bei allem hin und her ja, wir können durch Gebiete rushen und so weiter und so fort. Wieso ist denn da noch eine Feen... Ach ja, die Feentruhe kann ich nicht mehr kriegen, ja. Habe ich vergessen. Bei allem hin und her, bevor wir das hier vergessen, bin eben mal kurz reingegangen. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade das Gefühl, dass meine Aufnahme schon wieder unterbrochen ist. Aber ich, ja, auf der einen Seite danke ich meinem PC dafür, auf der anderen Seite hasse ich ihn dafür, dass er, ja, das, also nee, ich hasse ihn, ich mag ihn dafür, dass er anzeigt, wenn, oder dass man, ja, vom Hören her mitbekommt, wenn sein Speicherplatz voll ist und er deshalb die Aufnahme abbricht. Was ich nicht mag, ist, dass ich so wenig Speicherplatz habe, ja. Kann man jetzt natürlich auf den PC zurückschieben, ja. Ich hätte mir natürlich auch einfach mal eine neue Festplatte holen können oder so. No fighting, oder sowas liebe ich ja. Aber dafür gibt es dann auch meistens nicht so viele Gegner. Ja, das war sehr gut. Damit haben wir einfach mal unsere Stats erhöht. Das war sehr doof. Und die gehen ja auch mit einem Schlag down. Also eigentlich macht der Arcmage ja schon echt gut Schaden. Auch wenn es im Vergleich mit einem Spellsword jetzt wahrscheinlich nicht so viel ist. Aber das kann man ja auch irgendwie verstehen, weil der Spellsword ist ja, das ist ja seine Special-Fähigkeit, dass man mit ihm so viel Schaden dann macht. Okay. Man muss halt nur hinkriegen, dann mit der Magien, also mit den Magien, die einem zur Verfügung stehen, dann auch viel rauszuholen beim Arcmage. Und auch nicht zimperlich mit der Magie umgehen. Das ist halt mein größtes Problem, glaube ich. Ja, ich habe eben auch noch ein Thema nicht zu Ende gebracht, ne? Ich bin gerade ein bisschen confused. Es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen unzusammenhängend jetzt die Themen durcheinander schmeiße. Also, wie gesagt, was man im Spiel ankreiden kann, ist, dass man jetzt im New Game Plus, wenn man an einer Stelle mal relativ gut klarkommt, in dem gesamten Spiel relativ gut klarkommt. Und die Schwierigkeit zwischen den einzelnen Gebieten nicht mehr so gut abgegrenzt ist. Also ich bin jetzt im, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Wald mal weit gekommen bin, komme ich im Maya auch schon fast bis zum Ende, wenn ich mich anstrenge. Zwar so ein bisschen mehr Schaden bemerkt man da schon noch, den die Gegner machen, aber es ist jetzt nicht so drastisch. Das war ganz gut.
Genau. Also ich glaube, wenn man wirklich nach der Devise geht, spam deine Magie raus, kannst du mit dem Arcmage recht viel erreichen. Wie man hier vielleicht auch ganz gut sehen kann. Also allein jetzt auch schon, wie ich mich wieder hochgelevelt habe. Es ist zwar ein bisschen schade, dass ich jetzt quasi im Schloss so viel Schaden genommen habe, aber selbst dafür schlage ich mich gerade wieder ganz gut hoch. Also ich würde behaupten, wenn man sich komplett hochheilen kann, wieder von einer relativ aussichtslosen Situation, spielt man den Charakter ganz gut. Und ich denke, das kann man jetzt dann auch mal behaupten. Ja, warum auch immer ich da zweimal geworfen habe. Ich dachte, der wird irgendwie nicht... Ja, nicht getötet. Aber... Ja, genau, dafür hat man ja die Magieflaschen, ja. Dafür hat man wenig Leben, aber so viel Magie. Weil mit der Magieflaschen kriegt man dann auch relativ viel Mana wieder zurück, ne. Muss ich nur eine Magieflasche finden und dann kann ich schon 10 Gegner damit töten oder so, ohne Probleme. Weil ich ja für jeden Gegner, den ich töte, auch wieder 10 Mana wiederkriege und damit im Endeffekt vielleicht nur 10 Mana verbrauche. Und eine Magieflasche gibt mir dann schon fast 100 Mana wieder zurück oder so. Ja, nicht ganz, aber so 80 vielleicht schon. Wo war denn jetzt der Schleim ist nach oben, okay. Gut zu wissen. Ja, und jetzt sind wir schon wieder voll geheilt. Also, nahezu, aber ich würde es voll geheilt nennen. Kann man, glaube ich, auch tun. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Wow, 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 das hat keiner gesehen. Genau, wir waren irgendwann mal stehen geblieben bei Nintendo. Bei der Sperrung der Super Mario World Hacks und Tool Assistant Speedruns, die... ja, verboten werden können, weil man im Prinzip weiß, dass da Emulatoren benutzt werden, weil Tool Assist geht nun mal nur über Emulatoren, ja, und damit kann man quasi zweifelsfrei feststellen, dass jemand das Ganze als ROM besitzt. Und das ist illegal, offenbar, beziehungsweise, also es ist nicht so illegal, dass man dafür jetzt geldmäßig vermutlich bestraft wird, aber es wird einfach von YouTube runtergenommen. Was damit illegal ist, ist eventuell Geld verdienen. Da bin ich mir nicht sicher. Weil wenn man dann Speedrunner ist und quasi sein YouTube-Money über seinen Kanal kriegt... Ponce de Leons Obol, okay. Den hatten wir noch nicht vorher. Interessant. Müssen wir natürlich auch mal sammeln, die Obols von den anderen optionalen Bossen. Das war sehr knapp. Und das Schöne mit der Axt ist eben auch, dass man nach unten angreifen kann. Das haben wir eben in einem Run so ein bisschen vermisst, dass wir nach unten nicht angreifen konnten. Hier ist das jetzt nicht so das Problem. Da kann ich einmal so machen. Den da kriege ich, glaube ich, nicht so gut. Kann ich mal probieren, oder? Nee, das war klar, dass ich den nicht kriege. Na, komm schon. Dich einmal. Ja, und jetzt eben den von hier oben. Ja, sehr geil. So viel zu die Skelette machen nix. Das einzige Problem am Arcmage ist eben, wie gesagt, dass er so unglaublich wenig Leben hat. Also 170 ist echt schon ein bisschen mickrig. Kann mir erzählen, was man will, aber mit 170 kommt man nicht ganz so weit. Was? Okay. Das war cool. Ihn schön dann nochmal ins zweite reingeschubst. Ja, aber die statischen Gegner trifft man mit der Axt immer nur einmal. Für die statischen Gegner ist das Chakram besser, für die beweglichen Gegner ist die Axt besser, würde ich behaupten. Und die Axt kann dann natürlich nach oben und unten so ein bisschen besser agieren. Wow, das ist jetzt auch so ein... Ich glaube, so ein Triple Champion könnte man ihn nennen. Weil er, ja, im Prinzip auf Stufe 3 ist. Wir kennen die normalen Sniper, wir kennen die... Die Archer, die jetzt mit 2 Pfeilen schießen, er schießt jetzt mit 3 Pfeilen. Gut, kann man jetzt auch sagen, ist jetzt nicht die größte Näherung. Hier könnte ich jetzt eigentlich mal... Soll ich es mal probieren? Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich noch den Dolch. Ne, das bringt alles nicht mehr. Das hat schon mal, war schon mal ein guter Einstieg. Ja... Ja, so ein Doppeltreffer wäre schon ein bisschen cooler gewesen, aber gut, kann man nicht immer haben. Guck mal, wie wenig Schaden ich mache mit einem normalen Angriff, das ist echt heftig. So, aber wir haben da uns dafür ein neues Blueprint gegönnt, und zwar das Holy Cape, was wahrscheinlich auch wieder Siphon bringt, was ich vielleicht sogar anschalten werde, weil, ja, das Guardian Cape, gut, ein bisschen Armor, aber Siphon dafür hoch ist schon vielleicht ganz cool. Was es auch noch geben wird, ist... Ich glaube, es wird noch ein Cape geben, das uns Armor increased, das uns Vampire
Effekt bringt, ohne dass wir Leben dafür einbüßen müssen. So, hier können wir jetzt erstmals Dolche mal auspacken. Die lohnen sich da. Und dafür ist der Arcmage halt auch ganz cool, dass man einfach mal sagen kann, nö, die Magie gefällt mir gerade nicht, ich nehme eine andere. Lohnt sich schon ab und zu mal. Vor allen Dingen, wenn man da mal so einzelne Gegner hat, dann mal so einen Dolch rauszuholen. Also ich finde die Kombi Dolch und Axt gar nicht mal so schlimm. Den Zeitstopp braucht man in der Regel... Das war extrem doof. Braucht man in der Regel nicht so häufig, aber ja, ist vielleicht als dritte Ergänzung dann relativ sinnvoll, ich weiß es nicht. Müssen wir mal sehen, ob wir den noch irgendwo sinnvoll einsetzen können, aber nichtsdestotrotz finde ich es cool, dass man mit dem Arcmage jetzt auch mal weiterkommt und jetzt nicht immer nur so auf der Stelle bleibt. Das ist ein ekliger Raum, da möchte ich erst nochmal rausgehen, glaube ich. Wow. Na, Schleim. Na. Einfach mal jetzt ein bisschen Äxte spammen hier. Ist, glaube ich, nicht die verkehrteste Idee. Na, so auf jeden Fall nicht. So, schon eher. Jetzt auf den nochmal ein bisschen. Nee, eigentlich... Auf den Guardian lohnt es sich eigentlich gar nicht zu spammen. Ich würde den Kleinen ganz gerne treffen. Komm schon. Ja, okay. Jetzt kann ich ihn auch hier oben ownen. So, jetzt einmal den auseinandernehmen. Das kann mit dem Arcmage jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit dauern. Naja, es ging noch. Hätte ich schlimmer erwartet, muss ich sagen. Aber ja, jetzt sieht man, wenn man im Wald ist, gerade mit dem Miniboss jetzt noch im Nacken, ging dann schon ein ganz gutes Mana runter. Ah, muss dann natürlich auch mit der Axt mal treffen. Ne? Das ist dann auch noch so eine Sache. Ja, also wie gesagt, bei den Tool Assisted Speedruns merkt man schon, dass man, ja, das im Prinzip nicht legal besitzt. Beziehungsweise, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Emulatoren und ROMs wirklich illegal sind oder so ein bisschen Grauzone. Ich glaube, da ist sich keiner so richtig bewusst. Aber zumindest, wenn man damit Geld verdient, kann man, glaube ich, relativ gut sagen, dass es illegal ist, ja. Also es heißt illegal, wie gesagt, illegal ist nicht gleich illegal. Es gibt illegale Sachen, für die wird man hart bestraft. Es gibt illegale Sachen, da kriegt man auf die Finger geklopft und muss halt die Sachen wieder rückgängig machen, die man angerichtet hat, ja. Nichtsdestotrotz, die Sachen, die man rückgängig machen muss, können natürlich auch beliebig dumm sein. Also das heißt, dumm ist jetzt vielleicht in dem Moment der falsche Begriff, sondern eher... Schmerzend, ja, weil stellt euch vor, ihr habt auf eurem Kanal relativ viele Videos und jetzt kommt Nintendo und sagt hier, nimm mal alle Videos runter, die damit zu tun haben. Eventuell ist das fast euer ganzer Kanal oder euer Kanal ist dadurch geprägt oder was auch immer. Da kann das schon ganz schön wehtun, glaube ich, weil in so einem Kanal steckt ja schon viel Schweiß und Arbeit. Und genau für so einen Fall lade ich mir eben in unregelmäßigen Abständen, müsste ich jetzt langsam auch mal wieder machen, meine gesamten Videos runter und speichere sie auf einer externen. Einfach damit, falls es mal passieren sollte, dass Nintendo sich sagt, okay, wir löschen jetzt ein paar Videos von dem, habe ich sie wieder und kann sie jederzeit wieder hochladen, wenn denn irgendwas geklärt sein sollte. Wenn das Ganze dann beständig bleibt, diese Klage quasi, also Klage in Anführungszeichen, diese Aufforderung, das runterzunehmen, dann habe ich natürlich auch keine Chance, das hochzuladen, aber da habe ich zumindest noch für mich, was jetzt auch ein eher kleiner Trost ist, aber zumindest ist es ein halbwegs akzeptabler, also es ist zumindest so ein kleiner Trost, ja. Kann man, glaube ich, so sagen. So langsam könnten wir doch eigentlich mal den Bossraum finden, oder? Langsam wäre es schon mal ganz wichtig. Der tötet ihn leider. Ah ja, dumm. Nein! Oh mein Gott. Okay, da bin ich lieber mal auf dem Raum gegangen. Ich kann ihn natürlich auch mit zwei... Nee, da kann ich nicht so. Oh mein Gott. Ja gut, das hat jetzt nochmal viel Leben gekostet. Aber wir sind zumindest schon wieder bei 24.000 Geld, also... Was tue ich hier? Und wie wenig Schaden mache ich bitte? Also das mit dem Schaden ist beim Arcmage echt so ein bisschen ein Problem. Kann mir erzählen, was man... Ja, Bossraum. Ja, bringt uns zwar jetzt nicht mehr so viel. Aber ich würde den Boss trotzdem ganz gerne nochmal probieren.
Wir machen das mal so, wir machen das mal so. Und jetzt grasen wir nochmal alles ab, was wir hier sonst so gefunden haben. Einmal vielleicht die Flasche hier, genau. Dann beim... Weil, ich bin mir unsicher, ob ich hier das Fleisch mitgenommen habe. Nee, habe ich nicht, das ist gut. Okay. Dann können wir hier noch einmal durch. Dann würde ich ganz gerne noch das Castle so lange machen, bis ich mich entweder durch die Gegner hochgeheilt habe oder noch die anderen beiden Exits gefunden habe, an denen man sich ja auch wunderbar hochheilen kann. So ist ja nicht. Das war gut. Was? Von was wurde ich da getroffen? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht mein Fehler. Keine Ahnung. Oh, ja. Mit Fleisch, das man so findet bei Gegnern, und das findet man gerade in der Burg, habe ich das Gefühl, relativ häufig. Aus irgendeinem Grund dachte ich, der wäre da. Kann man sich natürlich auch extrem gut hochheilen. Sind wir schon wieder bei 104 Leben? Ja. Dauert nicht mehr lange, schätze ich, wenn wir hier so weitermachen. Oh ja. Schöne Truhe, die zwar irgendwo in der Pampa versteckt ist. Ach ja, nee. Na, nicht so ganz in der Pampa. Hier. Ja. Jetzt sind wir schon wieder bei 29.000 Gold. Und das, obwohl ich relativ zielgerichtet zum Boss gegangen bin. Also relativ, weil man weiß ja nie, wo er sich befindet. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Der kann mir nichts. Aber gut, dass ich hier hinten... Ja, sehr gut. Gut, dass ich ein Dwarf bin, wollte ich sagen. Dann kann ich hier zumindest das mitnehmen. Und auch ein paar Gegner mitnehmen, die mir potenziell gut Leben wiedergeben könnten. Ja, geht so. War, glaube ich, relativ ausgeglichen mit dem, was ich verloren und gefunden habe. Aber so eine Truhe mal für so einen Raum kann man auf jeden Fall nehmen. Jetzt sind wir schon wieder im Wald. Okay, wie kommen wir da? Komische Verbindungswege. Aber diesmal ist der Wald relativ nördlich, ist falsch gesagt. Relativ weit oben. Nein, oh mein Gott, das ist doof. Sowas darf da natürlich nicht passieren. Aber den Geldsack zumindest noch mitgenommen. Nein, oh mein Gott. Jetzt sterbe ich auch noch in der Burg, das ist traurig. Ja. Nein, da bist du so weit gekommen und dann stirbst du beim Hochheilen. Das ist natürlich immer wieder ein bisschen traurig. Ein Spellsort mit Dolchen. Stelle ich mir nicht so cool vor, muss ich sagen. Ich nehme mal einen Hokage.